Ja, schönen guten Abend. Hier ist nochmal euer Rapsen mit einem kleinen Preview-Video. Stelle ich euch mal die MTA-21 vor. Wie ihr sehen könnt, ist auf jeden Fall die Feuerrate ist sehr hoch von dieser Waffe. Das ist schon wirklich richtig gut. Sehr treffsicher. Dann auch mit Foregrip, den ich dann auch gleich freispielen werde. Aber bevor ich jetzt hier weiter über die MTA spreche und über die Waffen, ja, wunderschön gemessert, wollte ich nochmal kurz über das Premium sprechen. Da habe ich ja relativ, ja, ich würde sagen, ich habe es ja eigentlich schon in höchsten Tönen gelobt in den letzten Videos, was ich jetzt wieder ein bisschen revidieren möchte, denn ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die es noch nicht haben und auch so ein bisschen durchgeguckt, was jetzt da so die Voraussetzungen sind fürs Spielen etc. auf einigen Servern, und ich habe jetzt herausgefunden, dass man da auf einige Server gar nicht mehr spielen kann, obwohl man die Maps ja schon gekauft hat, also in Anführungsstrichen. Das finde ich schon richtig komisch. Es wird ja nicht verlangt, das Premium zu haben, aber irgendwo ja dann doch, ne? Also die verlangen es ja dann von einem. Jetzt zum Beispiel, wenn man, ja, ist wie bei uns halt jetzt, wie man in einem Clan drin ist und ja doch mal so 15, 20 Leute am Spielen sind von einem Clan und man kann nicht auf jeden Server gehen, obwohl die neuen Maps ja noch gar nicht drauf sind, finde ich das schon relativ komisch, dass die Leute da auf diese Server, wo Maps laufen, die man ja eigentlich mit dem letzten Addon schon bezahlt hat oder eben wo man da, also als man das Spiel gekauft hat, schon bezahlt hat, nicht drauf spielen dürfen. Das finde ich jetzt also persönlich schon relativ lächerlich und eigentlich schon wieder als Muss Premium zu kaufen. Ich meine, ich verstehe jeden, der es holt, ist klar. Ich meine, wenn man ja, wenn man sich vornimmt, die nächsten, sagen wir mal, das nächste Jahr auf jeden Fall Battlefield zu spielen, und ich meine, es kommt da auch nichts vergleichbar Gutes raus, also wenn man jetzt so ein Battlefield-Anhänger ist, dann wird man wohl auch dabei bleiben. Wenn man ein bisschen schwankt zwischen Battlefield und COD, dann macht es bestimmt irgendwo auch Sinn. Aber ja, also man spart sich auf jeden Fall Geld, also in die Länge hingesehen und jetzt mal auf die ganzen Updates, die jetzt noch kommen, bis hin zu Endgame hingesehen, spart man sich, wenn man das Premium sich holt, spart man sich auf jeden Fall Geld. Das ist mal Fakt. Wenn man nicht vorhat, sich das Ganze zu holen, also nicht vorhat, jetzt durchgehend zu spielen, dann macht es natürlich keinen Sinn, ist klar. Mal zurückzukommen auf das Serverproblem, also ich finde es halt einfach Wahnsinn, dass man auf Server nicht raufkommt, obwohl da noch nicht die neuen Maps drauflaufen. Da müssen sich dann andere, die Premium haben, wieder an Leute richten, die es nicht haben. Deswegen, ich weiß nicht, also das müssen sie auf jeden Fall ändern. Das gehört sich so jetzt, finde ich nicht. Oder was sagt die dazu? Also ich verstehe das nicht so ganz. Naja, vielleicht muss ich das ja auch gar nicht. Sonst habe ich jetzt schon einige Videos gesehen. Und Gameplays, hier sind ja die neuen Maps sind ja für die Xbox schon raus, oder? Habe ich gehört. Ja, auf jeden Fall haben da schon einige Videos gepostet und gespielt. Also diese Tower Map ist auf jeden Fall schon richtig cool gemacht. Da freue ich mich auch schon tierisch drauf, da endlich auch drauf zu spielen. Einige haben mich hier in privaten Nachrichten gefragt. Also ich habe 3, 4 Nachrichten bekommen, warum ich dauernd Deathmatch in den Kanälen spiele. Ja, das ist, weil ich finde, dass wenn man ja gerade eine neue Waffe freigespielt hat, jetzt so im Hinblick auf die neuen Aufträge, die man so beenden kann und eine in Anführungsstrichen nackte Waffe vor sich hat, finde ich es im Deathmatch immer ein bisschen angenehmer, diese Aufsätze freizuspielen. Ist ja wohl auch gar kein Geheimnis. Das machen ja wahrscheinlich alle so, oder viele. Nicht alle wahrscheinlich. Aber ja, so handhabe ich das. Und die Map ist halt nicht ganz so groß, also man läuft schon ab und zu mal einem Gegner über die Quere.
wüsste, dass man da schon auch einiges freispielen kann, wenn man denn ein bisschen was trifft. Nur hier auch. Der wahrscheinlich eher nicht. Da guckt er mir auf die Füße. Dann kriegt er das Messer ins Gesicht. Ja. Ja, das war's dann auch erstmal wieder. Das wollte ich jetzt nur mal angemerkt haben, dass ihr nicht denkt, dass ich der totale Befürworter des Premiums bin, sondern auch etwas Schlechtes gefunden habe an der ganzen Sache. Nichtsdestotrotz, schöne Spiele und wir sehen uns bestimmt bald wieder bei einem weiteren Commentary. Bis dahin, gutes Schuss.